Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Raven Remastered. Die Sache war, ich habe weiter rumprobiert mit dem Spaß hier und dann habe ich mir gedacht, boah, das kann es ja nicht sein. Habe mir den Hinweis angeschaut, der Hinweis hatte überhaupt nichts damit zu tun, sondern war eher so was Allgemeines. Und dann habe ich mir gedacht, okay, schaue ich mir einen Walkthrough an, habe den Fehler gemacht, dass ich mir einen Walkthrough angeschaut habe, der halt mit dem, ich glaube, auf. Nee, ich glaube, es ist schon das Remastered, aber halt am PC. Und da kann man die Striche viel besser sehen und kombinieren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann schaue ich mir einen Walkthrough zur Switch-Version an. Und jetzt versuche ich das, was der in dem Video gemacht hat, nachzustellen. Ich mache das voll ungern, dass ich mir die Lösungen anschaue, aber das ist wirklich vollkommener Schmarrn. Und so wie das ausschaut, passt da auch nichts zusammen und ich wüsste nicht, wie man darauf kommen sollte. Das ist der Beweis. Wer immer die Baronin erschossen hat, er hat zuvor im Frachtraum. Also wo passt das zusammen? Verstehe ich nicht. Muss ich ehrlich sagen, checke ich überhaupt nicht, wo das jetzt zusammenpasst, außer der obere Strich, der passt zusammen. Ist ein bisschen doof gemacht. Aber tut mir auch leid, dass ich nachgucken musste. Aber das wollte ich euch jetzt auch nicht antun, weil ich wäre da noch ewig gesessen, weil ich es einfach nicht gecheckt habe, weil ich es immer mit dem unteren Strich verglichen habe. Naja, so, was haben wir denn jetzt? Ja. Die Mordwaffe ist die Luger 08 vom Geiger David Kreutzer. Beide Projektile, jenes, das die Baronin getötet und jenes, das im Frachtraum abgefeuert wurde, stammen aus dieser Waffe. Genau, und hier hatte ich mir den Hinweis gegeben, vielleicht hat der Schuss, den ich im Laderaum gehört habe, mit dem Mord zu tun. Und ja, das wissen wir ja jetzt. Kann ich eigentlich... Was habe ich denn alles so? Weiß gerade gar nicht, was wir jetzt machen müssen. Hä? Wattestäbchen. Ich bin gerade am Überlegen. Wir gehen mal raus. Er will ja sagen, wenn wir das nicht tun sollen. Können wir nochmal in das Zimmer von der Baronin und mit dem Wattestäbchen vielleicht eine Probe nehmen? Ja, das finde ich spielweitsichtig doof. Also wenn ihr irgendwie wisst, wie ich da hätte drauf kommen sollen, dass das so zusammengehört, könnt ihr mir das bitte irgendwie schreiben, weil ich habe es jetzt voll nicht gecheckt, woher man das wissen soll. Und bei dem Walkthrough, den ich angeschaut habe, da hat er auch unglaublich lang dafür gebraucht. Naja. Wir haben es ja doch noch geschafft. So, einmal rum und einmal rein. Und noch einmal ein Ladebildschirm. So. Nicht? Der Blutfleck ist und bleibt der einzige Hinweis, dass hier ein Verbrechen verübt wurde. Hm. Irgendwie... Das ist seltsam. Das Blut ist so rot. Müsste es nicht mit der Zeit durch die Luft immer dunkler werden? Bräunlicher? Aha. Das wollte ich schon immer mal machen. Seine Haare schauen da irgendwie immer so weiß aus. Gut, was hast du dir denn jetzt aufgeschrieben? Zack, 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 zack. Nee. Ah, mir ist das Blut auf dem Bettlaken der Baronin aufgefallen. Irgendetwas stimmt damit nicht. Es ist so rot. Nach so vielen Stunden an der Luft müsste es brauner sein. Ja, und es ist ja auch komisch, dass auf dem Bettzeug war ja ein riesiger Blutfleck und dann jetzt auf dem Bett nur so ein kleiner. Irgendwas stimmt da doch nicht. Irgendwas ist hier faul.
einmal nach unten, bitte, der Herr. Und wieder hier rein und dann können wir gucken, wie man eine Blutanalyse macht und dann, ja. Vor allem, wie er jetzt so guckt, so, hat mich auch niemand gesehen? Nein. Aber wenn wir dann mit den Beweisen zu Le Gros gehen, weiß er ja, dass wir eingebrochen sind. So. Einmal hier. Und einmal da drum. Hier stand doch irgendwo was von Blutproben. Fingerabdrücke. Blut. Schmauchspuren. Blut. Naja, hier steht, wie man Blut nachweisen kann. Das ist zumindest ein Anfang. Man muss Luminol und eine Wasserstoffperoxidlösung miteinander mischen und die Mischung dann aufs Blut sprühen oder träufeln. Die Lösung verfärbt sich blau und leuchtet leicht, selbst bei kleinsten Mengen von Blut. Luminol und Wasserstoffperoxid also. Luminol? Achso, muss ich mir das gar nicht merken? Wollte mir schon wieder was zum Schreiben. Ah ja. Aha. Wasserstoffperoxidlösung. Aha, Luminol. Dann wollen wir mal sehen, was wir hier haben. Kein Blut. Es gibt nicht die geringste Reaktion. Wenn ich keinen Fehler gemacht habe, und so schwierig war die Sache ja nicht, dann handelt es sich bei dem Fleck auf dem Bett der Baronin eindeutig nicht um Blut. Aber wenn es kein Blut ist, was ist es dann? Und viel wichtiger, warum ist Dr. Gebhardt nichts aufgefallen? Angeblich hat er doch alles untersucht. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, der Krankenstation einen Besuch abzustatten. Auf zur Krankenstation! Aber schläft er nicht noch? Der Dr. Gebhardt. So, ja, dann auf zur Krankenstation. Sagt er noch mal irgendwas eigentlich? Die beiden Projektile, das heißt diese... Ja, ich weiß ja nicht, wie wir das jetzt festgestellt haben, aber ist ja gut. Dum, 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 dum. Und auf zur Krankenstation. Es scheint unmöglich, dass Dr. Gebhardt die Baronin erschossen hat. Er war bei mir, als der Schuss gefallen ist. Aber er hätte bemerken müssen, dass die Baronin in einer Lache von falschem Blut lag. Vielleicht deckt er jemanden. Finden wir es heraus. Gut, dass wir es diesmal nicht aufmachen mussten. Jetzt geht's richtig ab. Kaum haben wir das Rätsel gelöst, geht's wieder weiter. So, hallo. Der ist wahrscheinlich für Notfälle, wenn ein Gast stürzt und nicht mehr laufen kann. Grund dafür könnten die Bewegungen des Schiffes sein oder die gut gefüllte Bar des Kapitäns. Oder das schlechte Essen. Nee, Schmarrn. Nein, wir verlassen das jetzt mal nicht. Das Waschbecken sieht aus, als sei es vor kurzem gründlich gereinigt worden. Ob damit nur den Hygienevorschriften Genüge geleistet werden sollte oder es einen anderen Grund hatte, kann ich nicht sagen. Okay. Oh, was war das? Hallo? Interessant. Ein Tonband auf einer Spule. Und wir haben doch ein Tonband gedreht. Eher zu so einem wie in der Kabine der Baronin. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass diese Spule die fehlende Spule aus der Kabine der Baronin ist. Aber ich halte es für recht wahrscheinlich. Nimm mit!
in Ordnung. Nichts. Seltsam. Da. Ja, ein Schuss. Sehr interessant. Ja, ich weiß noch nicht. Auf dem Tonband ist ein Schuss zu hören. Und die Spule stammt aus der Kabine der Baronin. Da ergibt sich ein Bild. Oh Gott, ich habe noch kein Bild im Kopf. Könnte jetzt wieder überall stehen? Ja, okay, bei ihr wahrscheinlich eher nicht. Mir ist das Blut auf dem Bettlaken. Achso, es ist kein Blut. Ich habe es getestet und es ist kein Blut. Es ist irgendwie rote Flüssigkeit, die wie frisches Blut aussieht, aber eben nicht wie 12 Stunden altes. Warum ist Dr. Gebhardt nichts aufgefallen? Er muss doch bemerkt haben, dass da etwas faul war. Auf der Krankenstation habe ich eine Tonbandspule gefunden. Darauf ist ein Schuss zu hören. Ich möchte wetten, es ist der Schuss, den wir gestern Abend alle gehört haben. Cool. Ich schätze, dahinter steht der Mülleimer. So ist es. Papiertücher, Plastikverpackungen, Kartons und... Moment. Gut, dass da die Pinzette liegt. Was sagt man dazu? Ein aufgeplatzter Gummihandschuh. Er wurde zugeknotet und überall auf der Innenseite befindet sich eine rote Flüssigkeit, die wie Blut aussieht. Aber ich gehe jede Wette ein, dass es sich um dasselbe falsche Blut handelt wie in der Kabine der Baronin. Kann ich nicht die Baronin mir reinziehen? Es würde mich am meisten interessieren. Hallo? Okay, haben wir hier jetzt noch irgendwas? Ah ja. Sorry. Dr. Gebhardt wird Probleme haben, zu erklären, wie ein Gummihandschuh, der mit Kunstblut gefüllt war, in seinen Mülleimer kommt. Nicht nur, dass er das falsche Blut in der Kabine und an der Leiche der Baronin nicht entdeckt hat. Jetzt auch noch das. Das sieht nicht gut für Sie aus, Herr Doktor. Aber ich mag den doch. Für mich ist das Beweis genug, dass der Doktor ihn... Ich sollte... Lycotro, wir müssen zu Lycotro und ihm erklären, dass wir sowohl in die Krankenstation als auch in seine Kabine eingebrochen sind. Mensch, was können wir überhaupt? Neues Video freigeschaltet, yay! Das war Kapitel 1. Geheimnisse gelöst. 12. Ja, Rätselhilfe genutzt. Es tut mir leid. Hotspot-Hilfe genutzt. Was ist das? Okay. In Ordnung. Ja, das zweite Mal wollte ich ja eigentlich gar nicht benutzen. Es hat mir ja auch nichts gebracht. Geheimnisse gelöst. Ich hätte bestimmt noch mehr lösen können. Das ärgert mich. Boah, das ärgert mich gerade wirklich vor. Ich hätte bestimmt auch noch das mit der Brieftasche irgendwie auflösen können. Das ärgert mich. Warum konnten Sie es nicht sein lassen? Machen Sie mich los! Warum tun Sie mir das an? Sie und die Baronin! Dr. Gebhardt, ich weiß nicht. War Ihnen nicht klar, wozu Sie mich damit zwingen? Sie
crazy. Es ist gleich vorbei. Sie werden nichts spüren. Tut mir leid, dass Sie das mit ansehen müssen. Ich hätte mehr Chloroform nehmen sollen. Ja. Geht nicht? Okay, coole Ansicht. Eine Schere. Schaut ein bisschen aus wie auf Drogen, ne? Dann wäre ich soweit. Hören Sie schon auf, Herr Zellner. Sie haben es bald hinter sich. War ich zu langsam? Sind wir jetzt tot? Heißt verkackt? Nein, bitte nicht. Tut mir leid, dass Sie das mit ansehen müssen. Ich hätte mehr Chloroform nehmen sollen. Ah ja, okay, es ist tatsächlich eine Zeitsache. Okay. Gut, 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 gut. Ah, okay. Falsch, 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 falsch. Chloroform. Noch halb betäubt. Okay. Eine Schere. Nein, ich hab schon wieder verkackt. Okay, ich habe es verstanden. Oder auch nicht. Also ich weiß, ich habe noch nicht verstanden, was ich tun muss. Alles gut. Ich nehme es Ihnen nicht übel. Ich hatte es in meiner Tasche. Für alle Fälle. Sie sollten das hier nicht mitbekommen. Ich bin kein Unmensch, wissen Sie? Ich habe nichts gegen Sie. Überhaupt nichts. Aber was soll ich sonst tun? Sie zwingen mich dazu. Es ist Ihre Schuld. Nur Ihre. Hä, was haben wir denn gemacht? Warum haben Sie herumgeschnüffelt? Und diese Handschuhe da, wollen wir Beweise unterschieben, was? Ich habe keine Spuren hinterlassen. Und trotzdem konnten Sie mich einfach nicht in Ruhe lassen, oder? Nee. Weiter. Wie geht es weiter? Herzversagen. Passiert in Ihrem Alter. Erst recht in Ihrer Vorgeschichte. Ich überlege noch, ob ich Sie über Bord werfen soll. Keine Spuren hinterlassen. Keine Spuren. Aber was, wenn ich beobachtet werde? Mein Plan war perfekt. Und dann haben Sie alles kaputt gemacht. Okay. Weiter. Mist. Löse die Gurte, geht nicht. Durchsuche die Schale. Habe ich sonst noch Möglichkeiten? Okay. Ich habe auch nichts mehr da. Keine Ahnung. Aber sobald ich die Schere nehmen will. Ah, ich habe ihn doch ein bisschen abgelenkt. Okay.
Mist. Nun raten Sie doch, Herr Zellner. Sie verletzen sich noch. Ich wäre dann auch soweit. Nimm die Spritze, bitte, bitte. Gleich vorbei. Komm, komm, komm. Ja, was auch immer das war, es wird schon passen. Ha, doch, noch geschafft. Gut. Das war jetzt aufregend, vor allem weil ich erst zweimal verkackt habe. Gut. Okay. Ich sehe, also was genau macht er? Also was ist er, der Rabe, oder was tut er? Oder ist es schon so offensichtlich und ich check's mal wieder nicht, weil ich dachte, er ist nett. Oh Mann. Wieso bin ich so gutgläubig? Wieso denke ich aber, nein, der kann es nicht gewesen sein. Okay, ich bin leise. Danke. Ein nasses Handtuch wirkt Wunder. Hab ich doch gesagt. Also, was ist nun? Was hatten Sie da unten zu suchen? Inspektor, lassen Sie den Herrn Wachtmeister doch erst einmal wieder zu Atem kommen. Er hätte sich fast umgebracht. Ich? Nein. Das hätte Dr. Gebhardt für mich erledigt. Wo ist er? Gebhardt? Er ist spurlos verschwunden. Wir lassen das ganze Schiff nach ihm durchsuchen. Der Reihe nach. Erzählen Sie, Zellner. Was haben Sie herausgefunden? Dr. Gebhardt hat Baronin von Trebitz ermordet. Unmöglich. Haben Sie Beweise? Abgesehen davon, dass er mich umbringen wollte? Aber war der Doktor nicht bei Ihnen, als der Schuss fiel? Schuss kam vom Band. Der Schuss, den wir gehört haben, kam vom Tonband. Die Baronin hatte ein Tonbandgerät und gute Lautsprecher in ihrer Kabine. Gut genug, um den Knall deutlich auf dem Oberdeck hörbar zu machen. Vermuten Sie das nur oder haben Sie Beweise? In der Krankenstation liegt ein Tonband. Die Spule gehört zu dem Gerät in der Kabine der Baronin, während dort eine Saiblingsspule eingelegt ist, die in die Krankenstation gehört. Er hat ihn im Frachtraum aufgenommen. Sein Tonbandgerät verfügt über ein Mikrofon. Und ich habe ein Projektil aus einer der Kisten im Frachtraum entfernt. Und das stammt aus der Mordwaffe? Also schön. Super motiviert. Inspektor Legrand! Tun wir mal so, als ob Sie da etwas hätten. Der Schuss, den wir gehört haben, kam also vom Tonband. Wie ging es weiter? Wir liefen alle zur Kabine der Baronin. Sie lag regungslos in einer Blutlache. Dr. Gebhardt drängte sich an ihnen vorbei, damit sie der Baronin nicht zu nahe kommen konnten. Er untersuchte sie und bezeugte ihren Tod. Für uns gab es daher keinen Grund daran zu zweifeln. Der Schuss, das Blut, die Baronin, die wie tot dalag. Dabei war sie nur betäubt. Betäubt durch Chloralhydrat, das der Doktor kurz zuvor in ihr Glas gefüllt hatte. Der Doktor hatte ein Glas in der Hand, als sie hereinkam. Er wollte den Beweis verschwinden lassen. Stattdessen haben sie mir das Glas gegeben, Kapitän Ticonti, und mich somit unabsichtlich ebenfalls ausgeschaltet. Blödsinn, da war überall Blut. Und tot ist die Baronin definitiv auch, oder? Wer hat sie denn Ihrer Meinung nach wann erschossen, Herr Wachtmeister? Genau. Sie wurde überhaupt nicht erschossen. Sie wurde vergiftet. Wogegen das Loch in ihrer Brust spricht, das ich mit eigenen Augen gesehen habe. Sie muss erschossen worden sein. Also, Sie Genie, wo wurde sie erschossen? Wie ich schon sagte, es war Dr. Gebhardt. Er hat die schlafende Baronin in die Krankenstation bringen lassen und hatte da alle Zeit der Welt, sie zu erschießen. Schöne Theorie, aber leider falsch. Bevor die Baronin abtransportiert wurde, habe ich sie untersucht. Mist, sie ja, dann war es in der Kabine. Außerdem war sie schon Gott, ich habe falsch nachgedacht. Ja, darf ich nochmal? Darf ich bitte antworten? Trotzdem sollten wir den Gedanken nicht ganz aufgeben. Der Doktor war eine Zeit lang alleine in der Kabine. Als der Alarm losging, konnte man sein eigenes Wort kaum verstehen. Und ich habe ein Kissen mit Schmauchspuren gefunden. Damit könnte ein Schuss gedämpft worden sein. Und das Blut? Ich hatte das Kissen vergessen, als ich geantwortet habe. Dr. Gebhardt hat irgendeine Flüssigkeit hergestellt, die auf den ersten Blick wie frisches Blut aussah. Doch die Flüssigkeit blieb rot, anstatt an der Luft dunkler und brauner zu werden.
Deswegen musste er die Leiche reinigen und das Bettzeug loswerden. Aber das Blut war schon da, als wir zum ersten Mal in die Kabine gegangen sind. Dr. Gebhardt war vor dem Mord in der Kabine der Baronin. Er versteckte unter ihrem Laken einen mit der roten Flüssigkeit gefüllten Operationshandschuh. Die Baronin ließ sich todmüde aufs Bett fallen. Der Handschuh platzte und das Blut verteilte sich im Bett. Ich habe den geplatzten Handschuh in der Krankenstation gefunden. Aber warum hat er das gemacht? Was war sein Motiv? Inspektor. Genau wissen wir es nicht eigentlich. Dr. Gebhardt wurde von der Baronin erpresst. Ich hätte das gesagt. Wie kommen Sie darauf? Ist das nicht immer ein gutes Motiv? Ohne Beweise ist das nichts wert. Mist. Dann kann ich nur spekulieren. Da kann ich leider nur spekulieren. Die Baronin hat den ganzen Tag über in alten Familienfotos gewühlt. Falsch, falsch, falsch! Haben Sie etwas beizutragen, Constable? Geständnis, Sir! Dr. Gebhardt war der Rabe. Steht alles da drin. Er hat's zugegeben. Was steht in dem Brief? Hier steht, erinnerst du dich noch, mein lieber Nico? Die Straßen waren regennass. Von der Brauerei wehte der Geruch von heißem Malz zu uns herüber. Ein Hund bellte, bis dein Schuss den Unschuldigen traf. Danach war Stille. Kein Geräusch war zu hören. Nur meine leisen Schritte auf dem nassen Kopfsteinpflaster. Sie haben dich zum Helden gemacht und ich hatte endlich Ruhe. Bis das Kribbeln wieder in mir aufstieg. Einige von uns sind nicht für den Ruhestand gemacht, mein Freund. Ich habe mir schon gedacht, dass man dich wieder auf den Fall ansetzen würde. Und ich habe mich gefreut. Endlich würde sich herausstellen, wer von uns beiden am Ende der Klügere ist. Leider muss ich nun eingestehen, dass du und dein kleiner Schnüffler mich geschlagen haben. Ihr habt mich in die Enge gedrängt, habt mich Fehler machen lassen. Ich gönne dir den Triumph. Doch niemand wird den Raben in einen Käfig sperren. Mein einziger Ausweg ist der Freitod. Lebe wohl, Rabenjäger. R. Inspektor Legrand! Als ob. Sein Schmarrn. Inspektor? Ich hatte recht. Ich habe es allen gesagt. Immer und immer wieder. Aber niemand wollte hören. Ich weiß ja nicht. Sie glauben also, dass Dr. Gebhardt tatsächlich der Rabe war? Die Dinge, die Gebhardt in seinem Brief schreibt, stehen in keinem Polizeibericht. Nur jemand, der dabei war, kann davon wissen. Könnten nicht noch andere in der Nähe gewesen sein? Vielleicht einer der Polizisten? Was, wenn einer von denen die Seiten gewechselt hat? Warum fällt es Ihnen so schwer, die einfache Tatsache zu erkennen? Es gab nie einen neuen Raben, nur den alten. Und das war Dr. Gebhardt. Das Vorgehen passt einfach nicht. Der Rabe war kein Mörder. Legenden sind selten das, wofür wir sie halten, Wachtmeister Zellner. Wer war der Mann, der damals getötet wurde? William Jackson, ein kleiner Dieb, hat zusammen mit seinem Bruder einige Einbrüche begangen. Talentiert, aber nichts Weltbewegendes. Und den hat man für den Raben gehalten? Einige meinten, es gehöre zu seiner Tarnung. Wenn du ein gerissener Meisterdieb bist, was wäre eine bessere Tarnung als die eines mittelmäßigen Ganoven? Du lässt dich hier und da bei kleinen Gaunereien erwischen. Niemand traut dir dann noch zu, ein großes Ding zu drehen. Aber sie haben es nicht geglaubt. Es gab leise Stimmen in meinem Kopf. Aber alle beglückwünschten mich. Bedenken wurden beiseite gewischt. Es war wie ein Sturm, doch irgendwann legte sich der Sturm und die Stimmen waren immer noch da. Und dieses Mal nicht? Keine Stimmen, die Ihnen sagen, dass Gebhardt nicht unser Mann ist? Er muss es sein. Und was ist, wenn es ein Geschwisterpaar ist, das er schon den richtigen Raben erwischt hat, beziehungsweise beide der Rabe sind, deshalb dieselben Informationen haben, ihn auch Nico nennen und jetzt eben der Bruder Rache will und deswegen tötet? Was ist mit der Schrift? Der Wortwahl. Passt der Abschiedsbrief zu den anderen Briefen des Raben? Ja, seine Handschrift, seine Worte. Ich habe jeden Brief des Raben gelesen, immer und immer wieder. Ich habe es für unmöglich gehalten. Ein von den Toten auferstandener Rabe. Der Rabe war nie tot.
Ich habe den falschen Mann erwischt. Aber bei dem Mann wurde die Beute gefunden, oder? Er muss also für den Raben gearbeitet haben und kann daher kaum als unschuldig gelten. Wie geht es nun weiter? Wir liefern das Auge ab und ich setze mich mit Paris in Verbindung. Die Kollegen sollen alle bekannten Aufenthaltsorte Gebhards mit denen des Raben abgleichen. Und wenn sich Ungereimtheiten ergeben, was ist dann? Sie können gerne weiterhin ein Auge auf den Tresor werfen, wenn Sie es nicht lassen können. Das Schiff bleibt einen Tag in Kairo. So lange haben Sie Zeit, Ihren eigenen Raben zu fangen. Ich habe meinen. Okay, tschüss. Also irgendwas kommt mir hier auch noch falsch vor. Also ich glaube schon, dass der Gebhard irgendwie mit dem Originaldraben zusammenhängt, aber ich glaube nicht, dass das ist. Ich bin da voll bei unserem Jakob. Ui, die Folge ist jetzt tatsächlich ziemlich lang geworden, weil jetzt noch so viel gequatscht wurde. Und es wird weiter gequatscht, glaube ich. Ah, Sie sind einer von Legrands Leuten, nicht wahr? Jakob Zellner, mein Name. Sie können mir gleich behilflich sein. Ich vermisse Grace, meinen Dackel. Es könnte sein, dass es hier mehr für mich zu tun gibt, Herr... Direktor Abbas Mokhtar. Und Grace ist nicht irgendein Hund. Sie ist ein reinrassiger deutscher Dackel. Ein deutscher Dackel. Ah, wenn das ein deutscher Dackel ist, dann müssen wir uns um kümmern. Die Ausstellung soll also trotz allem heute Abend eröffnet werden? Aber natürlich. Alles wurde bezahlt. Die letzten Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Aber eines der beiden Ausstellungsstücke wird nicht da sein. Ein schrecklicher Verlust. Eine Tragödie. Schon zum zweiten Mal wurde dieser unersetzliche ägyptische Kulturschatz entwendet. Zum zweiten Mal? Na, glauben Sie etwa, das Auge der Sphinx wäre in London aus dem Sand gegraben worden? Inspektor Legrand, Professor Lucien und Konstabler Oliver überwachen den Transport des Tresors. Sie müssten jeden Augenblick ankommen. Ich werde bis dahin hier vor Ort die Lage sondieren. Halten Sie das für nötig? Der Rabe ist doch nun endgültig tot. Wenn Sie damit Dr. Gebhard meinen. Seine Leiche wurde nicht gefunden. Ebenso wenig wie das gestohlene Auge. Es ehrt uns, dass sich der Inspektor Sorgen macht, aber wir haben alles im Griff. Legrand macht sich nicht so viele Sorgen, wie er sollte. Ich aber. Ist das Museum geschlossen? Ja, solange wir die Gala vorbereiten, werden nur handverlesene Gäste ins Museum gelassen. Sie gehören natürlich dazu, Herr Wachtmeister. Was mir gerade einfällt. Als wir Gebhard mit der Spritze da abgestochen haben, kam ja einer und hat ihn niedergeschlagen. Wer hat ihn niedergeschlagen? Der müsste doch wissen, wo Gebhard hin ist. Oder habe ich das falsch gesehen? Was können Sie mir zum Sicherheitssystem des Museums sagen? Eines der modernsten auf dem Markt. Und das zweite Auge wird auch noch in unserer speziellen Schatzkammer ausgestellt, die noch einmal zusätzlich gesichert ist. Schatzkammer? Gehen Sie nur rein. Vom Eingang aus gesehen rechts. Das Auge ist so sicher wie die Kronjuwelen. Okay, tschüss. Ich denke, ich werde mich dann einmal im Museum umsehen. Tun Sie das. Es gibt viel zu entdecken. Wenn Sie Grace sehen, geben Sie mir Bescheid. Hoffentlich finden wir sie, bevor der große Inspektor ankommt. Ist es nicht fantastisch, wie er den Mord auf dem Schiff aufgeklärt hat? Legrand? Natürlich, es steht in allen Zeitungen. Der Mord an der ehrenwürdigen Baronin von Trebitz. Und wie der große Inspektor Legrand den Mörder in nur einem Tag identifizierte. Das ist der Stoff, aus dem Legenden gemacht sind. Sie sollten sich glücklich schätzen, von ihm lernen zu dürfen. Wir haben das aufgedeckt, nicht Legrand. Wir haben das alles gemacht. Legrand hat sich mit dem Geiger unterhalten. Was genau steht in den Zeitungen? Alles. Es ist fantastisch. Jemand an Bord muss sich direkt mit der Presse in Verbindung gesetzt haben. Natürlich eine wunderbare Werbung für uns. Heute Abend werden die Journalisten Schlange stehen. Und es wurde berichtet, dass Legrand den Mörder gefunden hat? Natürlich, wer sonst? Naja, ich war daran auch nicht ganz unbeteiligt. Natürlich, Legrand hat sicherlich seine Gehilfen, aber Ehre wem Ehre gebührt, nicht ihm war. Nicht. Also dann? Bis dann, Wachtmeister. Grace, meine Süße, wo bist du? Oh, Mr. Inch. Mr. Inch, da sind Sie ja. Es tut mir ja so leid. Baronin von Trebitz war eine herzensgute Frau. Sie hat so viel für das Museum getan. Gewiss. Und Sie?
Wollen Sie etwa schon wieder gehen? Ich würde gerne in mein Hotel gehen. Die letzten Tage... Erst schleichen Sie sich in mein Museum, ohne mich zu begrüßen, und dann wollen Sie uns so schnell schon wieder verlassen? Ich wollte Sie nicht stören, und wir haben ja heute Abend noch Zeit. Ja, heute Abend müssen Sie unbedingt kommen. Ich wollte Baronin von Trebitz seine Auszeichnung überreichen. Die müssen Sie jetzt annehmen. Natürlich, wenn Sie darauf bestehen. Die Baronin hat für all das hier bezahlt. Ohne Sie hätten wir die Ausstellung und die Gala nicht machen können. Sie war sehr großzügig. Das war sie. Wenn Sie mich nun entschuldigen würden. Wachtmeister Zellner, ich möchte mich noch einmal für Ihre großartige Arbeit bedanken. Sie haben mich gerettet, könnte man sagen. Sehr gern geschehen. Wir sehen uns heute Abend. Gott, noch mal so viel Gequatsche. Ich weiß noch nicht, was ich von der ganzen Sache halten soll. Und von diesem Ladebildschirm. Okay, bevor wir uns das alles durchlesen und uns hier dann umschauen, werde ich auf jeden Fall eine Aufnahmepause machen, weil ich jetzt lange aufgenommen habe und die Folge extrem lang wurde. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss.